We are recorded. Cool. Hallo allerseits, schön, dass ihr alle da seid. Hi everybody, nice that you're all here. Wir sind heute Abend hier, weil ich mich schon lange Zeit mit einer Frage beschäftige. Oh, your internet is not really good. Really? It's the same as every day. No, we will try. Yeah. Wir sind hier, weil ich mich schon sehr lange mit... we are here because I've been thinking about the question for a while now. For a long while now. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich gebe diese Frage einfach mal an Greg weiter. And I thought I will ask this question, Greg. Und zwar geht es darum, wie stark ist unser Körper von unserem Gedankengut und unseren Glaubenssätzen beeinflusst und abhängig? So, how strong is our body influenced and even abhängig is addicted? No. Yes. Yeah. Yeah. To, from our thoughts and what we think and what we believe. Und vielleicht so als kurzes Beispiel, was ich damit meine oder was für mich da diese Fragen sind. And a quick example, what I mean. Wenn ich jetzt gewisse Glaubenssätze habe oder Ansichten über meinen Körper, sein Gesundsein, sein Aussehen. When I have some points of view around my body and about health. Beeinflusst das den Körper? Also reagiert er auf das, was ich mir den ganzen Tag vorsage und denke? Does these points of view influence my body and does my body react to the thoughts that I have during the day? First question. First question. Yes. Yeah. Come on, a bit more. Really, I mean... When you think about it, your body is just a whole bunch of cells. It's, wenn du drüber nachdenkst, ist dein Körper einfach nur ein ganzer Haufen von Zellen. And they all respond to the energy and the emotions that we feed it. Und die Zellen antworten einfach auf die Energie und auf die Emotionen, mit der wir diese Zellen füttern. I've seen people who are gluten intolerant. Ich habe Leute gesehen, die glutenintolerant sind. Let go that belief. Die diesen Glauben losgelassen haben. And then eat more gluten than I do. Und dann plötzlich mehr Gluten gegessen haben, als ich esse. Without any effect. Ohne dass es irgendeinen Effekt auf ihren Körper hatte. And then somebody said, but aren't you gluten intolerant? And suddenly they're sick again. Und dann hat irgendjemand gesagt, aber... Bist du nicht glutenintolerant? Und plötzlich sind sie wieder krank geworden. So, yes, our thoughts do affect our body. Our emotions affect our body. Also ja, unsere Gedanken haben einen Einfluss auf unseren Körper und unsere Emotionen haben auch einen Einfluss auf unseren Körper. The conclusions we make as children watching our parents. Die Schlussfolgerungen, die wir treffen als Kinder, während wir unsere Eltern beobachten, haben einen Effekt auf unseren Körper. You know, telling your children, oh, you're just like me, you know, you're fussy about the food. What happens? Wenn ihr zum Beispiel euren Kindern sagt, du bist wie ich, du bist total heikel, was das Essen betrifft, was passiert dann? A child grows up being fussy with the food. Ja, das Kind wächst dann auf und ist heikel, was Essen betrifft. I have a daughter who will eat anything. Ich habe eine Tochter, die alles isst. Because as a little three-year-old girl, weil als kleines dreijähriges Mädchen, she learned that she was Maori. Hat sie gelernt, dass sie eine Maori ist. And Maoris eat all sorts of things. Und Maoris essen alles Mögliche. And so she does. Also tut sie das. So, to just expand on that story a little bit.
nur, dass ich ein bisschen mehr erzähle über diese Geschichte. I had been given a big basket full of fresh scallops. Scallops is what? It's like a shellfish clam. Okay, also ich habe einen ganz großen Korb von einer bestimmten Fischart bekommen. And I had crumbed these and was had deep fried them and was ready to just enjoy this beautiful feast. Ich habe sie frittiert und war knapp davor, einfach dieses ganze wunderbare Essen zu genießen. And where I could, she said, so what are these, Daddy? And I said, that's shellfish. Und sie hat gesagt, Papa, was ist das? Und ich habe gesagt, na, das ist so eine Fischart, ein Schellfisch. Where I could say to her big brother, you won't like this, that's shellfish. Und zu ihrem großen Bruder habe ich aber sagen können, das ist Schellfisch, das kannst du nicht essen, weil das isst du, magst du nicht. When I said this her, wenn ich das aber zu ihr gesagt habe, she says, Maoris eat shellfish. Hat sie darauf geantwortet, Maoris essen Schellfisch. And she climbed up on my knee and ate half the bone. Und ist auf meine Knie geklettert und hat die halbe Schüssel davon gegessen. Because her conclusion was, I'm a Maori, so I eat. Weil ihre Schlussfolgerung war, ich bin eine Maori, ich esse. Her youngest brother, ihr jüngster Bruder, grew up knowing that he could manipulate his mother by what he ate. Ist damit aufgewachsen, mit dem Wissen, dass er seine Mama damit manipulieren kann, mit dem, was er isst. And he could control my father by what he ate. Und er hat meinen Vater, also seinen Großvater, damit kontrolliert, mit dem, was er gegessen hat. So how many times in our lives have we made conclusions about what we can and can't eat based on what we experienced growing up? Also wie oft in unserem Leben haben wir einfach Schlussfolgerungen getroffen, was wir essen können und was nicht, basierend auf der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Now, there's something else that goes on with our bodies. Und da ist noch etwas anderes, was in unserem Körper abgeht. Our bodies have requirements. Unsere Körper haben Bedürfnisse. And sometimes those requirements are based on conclusions that we've made as children. Und manches Mal sind diese Bedürfnisse, die unsere Körper haben, basierend auf Schlussfolgerungen, die wir in unserer Kindheit getroffen haben. So for me, I can eat almost anything. Also für mich ist es so, ich kann fast alles essen. But I have friends that can't eat half of what I eat. And I don't mean in volume, I mean in types of food. Und ich habe aber Freunde, die können nicht einmal die Hälfte von dem essen, was ich essen kann. Und ich meine jetzt nicht die Menge, sondern ich meine einfach das verschiedene Essen. And sometimes we really still need to ask our bodies, do you want this? Und manches Mal ist es wirklich so, dass wir unsere Körper wirklich bewusst fragen müssen, Körper, willst du das wirklich immer noch essen? Because it's like putting diesel in a petrol car. Weil es dann so ähnlich ist, wie wenn wir Diesel in einem Benzinauto einfüllen würden. Because those conclusions, even though we don't know we've made them, are still there and they're still functioning in our body. Weil diese Schlussfolgerungen, auch wenn wir gar nicht mehr wissen, dass wir sie gemacht haben, von diesen Schlussfolgerungen ausgehend funktioniert unser Körper immer noch. So until we discover what those conclusions are, also bevor wir nicht herausfinden, was diese Schlussfolgerungen sind, we still need to listen to our bodies a little bit and say, oh wow, if I eat this, this is going to make me sick. Okay, so what can I change? Müssen wir, bevor wir das nicht herausgefunden haben, immer noch auf unseren Körper hören und darauf schauen, okay, was verträgt mein Körper und was nicht? Will ich das immer noch essen? Kann ich das immer noch essen? Und was kann ich verändern? Does that make sense? Macht das Sinn? Absolut, ja. Danke. Das war jetzt mal der erste Teil. And it doesn't mean we can't change these things. Und das bedeutet nicht, dass wir das nicht verändern können. So, when I started having strokes and they put me on all this weird medication.
wie ich meine ersten Schlaganfälle gehabt habe und sie angefangen haben, mich mit aller möglichen Medizin vollzustopfen. My favorite food was a vanilla yogurt with hazelnuts. War mein Lieblingsessen Vanillejoghurt mit Haselnüssen. But I would eat a 1 kilo pot in a sitting. Aber ich bin gesessen und habe einen 1-Kilo-Topf gegessen auf einmal. And I was eating 6 kilos of this a week. Und ich habe 6 Kilo davon pro Woche gegessen. My body didn't want it, but my mind had made up its mind that that's what it was going to have. Mein Körper wollte das eigentlich überhaupt nicht haben, aber mein Verstand hat beschlossen, dass es genau das ist, was er jetzt haben will und was ich essen muss. I started developing migraines. You developed what? Migraines. Ah, migraines. Und dann habe ich angefangen, Migräne zu bekommen. And because I still didn't listen, my body said, right, that's it, no more nuts. Und weil ich nach wie vor immer noch nicht auf meinen Körper gehört habe, hat mein Körper gesagt, okay, das war's jetzt, keine Nüsse mehr. And I got to the point where if I ate nuts, I went unconscious. Und ich habe das bis zu dem Punkt betrieben, wo ich bewusstlos geworden bin, wenn ich Nüsse gegessen habe. But now I can eat nuts again. What happened? Aber jetzt kann ich Nüsse wieder essen. Was ist also passiert? I stopped eating nuts for a long time. Ich habe aufgehört, Nüsse zu essen, und zwar ziemlich lange. I changed my mind. Ich habe einfach meine Ansichten verändert. I stopped trying to die. Ich habe aufgehört, zu versuchen zu sterben. So really, you know, there's so many things that affect our bodies. Da gibt's so viele Dinge, die Einfluss auf unseren Körper haben. But when we can stop and listen to our bodies. Aber wenn wir stehen bleiben können, innehalten können und auf unseren Körper hören können. We can have ease. Und zwar mit Leichtigkeit. And then we can stop and go, so what is that really? Ah, dann können wir Leichtigkeit haben und dann können wir wirklich innehalten und sagen, okay, was ist das wirklich? Das heißt aber, das war jetzt einmal das Essensthema. Okay, das ist eine Komponente. Okay, that is one part about eating. Mhm. Aber wenn es jetzt, also für mich, ich habe immer mehr das Gefühl, dass es wirklich darum geht, wovon ich wirklich überzeugt bin. I more and more feel that it's about what I'm really überzeugt. Renate? Convinced. Ah, danke. What I'm really convinced about. Das heißt, das geht ja dann auch bei Krankheiten oder irgendwelchen Symptomen. Kopfweh, schlecht sein. So this also works for illnesses, symptoms I have in my body, headaches, feeling nausea, feeling I have to vomit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage immer, okay, ich habe es im Nacken, ich habe Nackenschwierigkeiten, ja? I always say, I have problems with my neck. Und wenn ich dann irgendwie eine falsche Bewegung mache, ja? And then when I make a wrong movement, kann ich mir sicher sein, dass ich am nächsten Tag Nackenschmerzen habe. I can be totally assured that the next day I will have pain in my neck. Absolutely. So, jetzt, weil mein Körper einfach Schmerzen hat, weil ich blöd gelegen bin, oder ist es meine dämliche Annahme darüber, dass es Schmerzen verursacht? So, is this then really that I did lie in a wrong position, so that my body has pain because of this wrong position? Or is it just my silly points of view that I have, that if I lie in the wrong position, I will have pain or create pain? Yeah. The second one, yeah. Really? This is the crazy thing. Das ist das Verrückte dran.
We all have conclusions about our bodies. Wir haben alle Schlussfolgerungen über unsere Körper. Oh my God, if I have two pieces of toast, I put on a kilo. Oh mein Gott, wenn ich zwei Scheiben Toast esse, dann werde ich einen ganzen Kilo zunehmen. Oh my God, I'm getting old. I'm going to start getting aches and pains. Oh mein Gott, ich werde alt. Ich werde Beschwerden haben und Schmerzen haben. So, when I was 50 years old, wie ich 50 Jahre alt war, I was massaging. War ich Masseur. And I could do the splits down beside the table. My massage table. I could do the splits with my legs. Ah, also das heißt, ich konnte einen Spagat machen im Alter von 50 am Massagetisch. It wasn't comfortable. Es war nicht angenehm. But my ass could come to within 2 inches of the floor. Aber mein Popo kam bis auf 5 centimeters. How many? 5 centimeters. 5 centimeter kam also hinunter bis 5 centimeter über dem Boden. Now, I had a man come into my clinic who was 10 years younger than me. Ich hatte einen Mann, der ist zu mir in die Praxis gekommen, der war 10 Jahre jünger als ich. He couldn't open his legs wide enough to climb on his motorbike. Der konnte seine Beine nicht weit genug auseinanderspreizen, um auf sein Motorrad draufzusteigen. He had a four-wheel drive motorbike for the farm and he had to sit on its side saddle like a Lady Godiva. Also er hatte so ein Quad, ja, und 4 Räder und er musste im Damensitz, wie die Reiterinnen im Damensitz auf dem Motorrad sitzen, weil er nicht drüber steigen konnte. I'm just glad he wore trousers, okay? Ich war ganz schön froh, dass er Hosen anhatte. And he said, oh, it's just old age. Und er hat gesagt, ah, so, he said what? He said, oh, it's just old age, I'm getting old, I'm 40. Und er hat gesagt, oh mein Gott, das hat halt einfach mit dem Alter zu tun, weil ich bin 40 und ich wäre jetzt schon, bin schon alt. I got really angry with him. Ich bin richtig zornig geworden. I said, you're not old, you're just friggin' lazy. Ich habe zu ihm gesagt, du bist nicht alt, du bist einfach nur verdammt faul. You train boys to play rugby, but you don't train them to stretch because you can't stretch. Du trainierst zwar die Jungs Rugby spielen, aber du trainierst den Jungs nicht, sich zu dehnen, weil du selber nicht kannst. It took me a year working on his body because he still wouldn't stretch. Es hat mich ein ganzes Jahr, also ich habe ein ganzes Jahr benötigt, um an seinem Körper zu arbeiten, weil er immer sich noch nicht gedehnt hat. Working on him every week for ich one year. Ich habe jede Woche an ihm gearbeitet, ein ganzes Jahr lang. To where he could then ride the motorbike normally and look like he didn't have a broom stuffed up his ass when he walked. Und dann, nach diesem einen Jahr, konnte er endlich sein Motorrad normal drauf sitzen und hat nicht ausgeschaut, als ob er einen Besenstiel in seinem Arsch stecken hätte. These are all conclusions that we make. These are all things that we tell ourselves. Das sind alles Schlussfolgerungen, die wir machen, alles Geschichten, die wir uns selber erzählen. So, in my clinic, in my Praxis, I had lots of people would come in, that would strip, climb on the table. Hatte ich eine ganze Menge Leute, die sich einfach ausgezogen haben und auf meinen Tisch geklettert sind. And I would start to massage them. Und ich habe einfach angefangen, sie zu massieren. And I said, well, how's your day been? Und ich habe sie gefragt, nun, wie war dein Tag heute? Ah, I forgot to tell you, I've had diarrhea or vomiting or I'm oh, dann haben sie gesagt, oh, ich habe total vergessen, dir das zu erzählen. Ich habe Durchfall oder ich habe erbrochen heute oder irgendwas anderes. Sorry if you get sick. Es tut mir total leid, wenn du jetzt krank wirst deswegen. So I used to just decide, I don't have time to get sick. Und ich habe einfach beschlossen, ich habe keine Zeit, um krank zu werden. And in 5 years, I didn't even have a cold. Und in 5 Jahren war ich nicht einmal erkältet oder sonst irgendwas. So,
this is where, when you're really willing to decide something and change your mind about your body and your health. Und das ist wirklich, wo du beschließt, dass du was verändern willst und deine Ansichten über Gesundheit und über deinen Körper wirklich verändern willst. Things change. Und dann verändern sich Dinge. Your body does everything that your mind asks of it. Dein Körper macht tatsächlich alles, das, was dein Verstand von ihm verlangt. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wie beschließe ich das? Nur der Beschluss reicht, denke ich, nicht aus bei so jahrelangen Glaubenssätzen, oder? Kannst du es noch mal ein bisschen kurz anders formulieren, was du genau wissen willst? Der Beschluss, ich sage jetzt, ich will das ändern. Wie mache ich das? Ich kann ja nicht jahrelange Glaubenssätze einfach, oder? But how do I change these conclusions that I have? Because I can't change conclusions that I've been having for many, many years just with that. Weil ich muss es ja glauben, oder? Wirklich. Because glauben. I really, really have to believe it. Yeah. Or not. Yeah. Oder nicht. You don't have to believe what you're letting go of. Du musst nicht daran glauben, was du loslässt. You just have to decide you're an infinite being, you have control of your body, and you are well. Du musst einfach nur beschließen, dass du ein unendliches Wesen bist und dass du Kontrolle hast über deinen Körper und dann geht's dir gut. That sounds so easy. Kontrolle, das ist auch für mich ein entscheidender Punkt, weil ich will ja nicht kontrollieren, ich will ihn ja nicht übermannen. Blödes Wort. That's another point that I want to talk about, because I really don't want to control my body, you know, in the negative way of controlling it, that I want too much or I force it. It should be a friendship and not a... Es sollte eine Freundschaft sein. Und du meinst nicht so ein... Nicht überrollen, nicht du musst dich mir fügen. So. Ja, nicht ich bin der Boss und du hast zu tun, was ich will. Ja. So it should not be that the mind is the boss and says, you have to do what I want to do. Ja. It should be a friendship and a communication in a nice way. Also eine Freundschaft und eine Kommunikation, eine freundliche miteinander. What if you just became partners? Was wäre, wenn ihr einfach eine Partnerschaft eingehen würdet, du und dein Körper? And then just ask, what would create more ease for me? What would be more fun? Und dann einfach fragt, was würde für mich mehr Leichtigkeit kreieren und was würde mehr Spaß machen? I know somebody who's lost 15 kilos in the last 2 months, I think, maybe 3. Ich kenne jemanden, der hat 15 Kilo verloren in den letzten 2 Monaten oder so. He decided he was fat, so now he only eats 1 meal a day. Er hat einfach beschlossen, er ist zu dick und er isst jetzt nur mehr eine Mahlzeit am Tag. And it's easy for him. Und es ist einfach für ihn. And then he got surprised because it's so easy to run now. Und jetzt ist er total überrascht, weil auf einmal ist es so einfach zu laufen. Now, you see, for me, that's not fun. Für mich würde das keinen Spaß machen. I enjoy my food. Ich genieße es total zu essen und mein Essen zu essen. But I've asked my body to change shape. Aber ich bitte meinen Körper darum, dass seine Figur verändert. I've had to take my, I put 2 new holes in my belt. Ich habe jetzt 2 weitere Löcher in meinen Gürtel hineingemacht. Some of my T-shirts are now too loose. Einige von meinen T-Shirts sind nun zu locker. And my jeans belt, I now have to put another hole in because, yeah, one day I'm going to walk and they're going to drop to my knees. Und in den Gürtel für meine Jeans muss ich jetzt noch ein weiteres Loch hineinmachen, weil im Moment ist es so,
dass ich schon darauf warte, dass es uns irgendwann runterrutscht und die Jeans zu meinem Knie runterrutschen. So, what did I change? Also, was habe ich verändert? Not a lot. Nicht wirklich viel. But I do it less. I still have my beer. I still. Aber ich esse weniger und ich trinke aber trotzdem noch mein Bier. When I'm hungry now, instead of reaching for a sweet, I eat more protein or fat. Wenn ich jetzt hungrig bin, anstatt dass ich zu irgendwelchen Süßigkeiten greife, esse ich mehr Proteine oder mehr healthy fat. Yeah. Well, what's healthy fat? I just eat fat. Fat. Oh. Hallo. Greg is frozen, oder? Yeah, Greg is frozen. Frozen. Nah. Blah, blah, blah. Now you're back. So, not healthy fat. I just eat fat. What, I mean... Okay, also nicht gesundes Fett, sondern Fett. Yeah, butter. I eat fat on the pork. Butter, das Fett, das am Fleisch drauf ist, zum Beispiel am Schweinefleisch. I go to the biller and ask for the fattiest Schinken they've got. Und ich gehe in den Supermarkt und frage nach dem fettesten Schinken, den sie dort haben. Question? No. Frage? Ist das, was er jetzt aufgezählt hat an Fett, nicht in Wahrheit wirklich auch noch gesundes Fett für den Körper? Is that what you now said you eat, that kind of fat? Not in real something fat that is healthy for the body. It's healthy for my body. It obviously is because I'm changing shape. Es ist definitiv für meinen Körper gesund. Das ist ganz offensichtlich, weil er verändert seine Figur. For other people, that will make them throw up. Und bei anderen Leuten ist es so, dass ihnen wahrscheinlich übel werden würde und sie erbrechen müssten. I know people who thrive on being vegan and vegetarian. Und ich weiß Leute, die blühen auf, weil sie plötzlich Veganer sind oder Vegetarier und sie haben total Spaß damit. But for me, they thrive because it's fun for them. Aber für mich ist es einfach das Aufblühen, weil sie einfach Spaß daran haben. You know, there's a really cool book. And it's called The Yoga of Eating. Da gibt's ein ganz cooles Buch und das heißt Das Yoga des Essens. And this writer, this author says, you know, if you eat some food and in your mind you've decided that this is bad for you. Und der Autor schreibt, wenn du ein Essen isst und du hast aber schon mit deinem Verstand beschlossen, dass das nicht gesund ist für dich. It will be. Dann ist es das auch nicht. But if you're eating some food and you're eating it from this space of gratitude and joy. Aber wenn du Essen isst und du isst dieses Essen aus dem Raum der Dankbarkeit und der Freude. But not eating from the space of lack. Aber nicht aus dem Raum des Mangels. I'll tell you why in a minute, but he says, ich erzähle dir in einer Minute warum. No matter what that food is, your body will thrive on it. Aber ganz egal, was das dann für ein Essen ist, wird dein Körper lebendig werden und aufblühen aufgrund des Essens. But no matter what you eat, aber ganz egal, was du isst, if you eat from the space of lack, your body will store it. Wenn du, ganz egal, was du isst, wenn du aus dem Raum des Mangels heraus isst, wird dein Körper es festhalten und quasi anlegen. Das kann ich aber auch auf alles andere ummünzen, oder? That works for every topic, right? Also nicht nur Essen, sondern Rauchen, Alkohol, Sport, wenig Schlaf. Not only food, but also smoking, alcohol, yep. Sports, lack, not enough sleeping. Yeah. Weil das sind ja nur, es ist mein Glaube, wenn ich sage, ich rauche jetzt, weil ich rauchen will und es schadet mir nicht,
So that's my belief, because if I say now I smoke because I want to smoke and it doesn't harm my body, it won't harm it. Also es wird dann auch nicht schaden. But really look at that and do you really believe it? Aber schau dir das wirklich an und schau, ob du das wirklich glaubst. Genau, das ist es ja. Und ich glaube, da liegt die Krux, sorry Claudia. That's it, I guess. That's where the problem is. The twist. Ich nicht glauben. Yeah. That really, so tief drinnen, oder? Yeah. That deep inside of us, we don't believe that. Yeah. So, like for me, in New Zealand, we have many old Maori people that have been smoking since they were 5 and 6 years old. Also für mich ist es so in Neuseeland, da gibt es eine ganze Menge Maoris, die haben ihr ganzes Leben geraucht, die haben schon angefangen zu rauchen im Alter von ungefähr 5 Jahren. And then they go into special homes for old people. Und dann gehen sie ins Altersheim quasi. And they're in the 80s and 90s. Und die sind 80 oder 90 Jahre alt. And the staff are trying to get them to stop smoking because it'll make them sick and kill them. Und die Angestellten dort, die Pfleger, ne, die versuchen sie dazu zu bringen, dass sie zum Rauchen aufhören, weil Rauchen bringt sie ja um. And these people are saying, I smoked all my life, honey, you know? Und die Leute sagen dann, hey Schatzal, ich habe mein ganzes Leben lang geraucht. Was soll das jetzt? My father was giving me cigarettes when I was 5 years old. Mein Vater hat mir Zigaretten gegeben, wie ich 5 Jahre alt war. I could one hand roll a cigarette. Ich habe mit einer Hand eine Zigarette rollen können. So, you know, this it's the belief system. Das ist einfach unser Glaubenssystem. My father died of emphysema and cancer. Mein Vater ist an Lungenemphysem und Krebs gestorben. But he decided that. Aber das war seine Entscheidung. Er wollte das so. I had a grandfather who, by the time he was my age, had had to have his fingers amputated. Because of arthritis. So he couldn't move them anymore? No. The nails were going into the palms of his hands, so the doctors cut. Also ich hatte einen Großvater, dessen Finger haben sich so zusammengekrampft, dass es sie gar nicht mehr bewegen konnte und die Nägel sind in die Handflächen hineingewachsen, weil er so starke Arthritis hatte. And when I saw his hands, und wie ich seine Hände gesehen habe, I was only a boy. Da war ich ein Junge. I decided that's not happening to me. I'm not getting arthritis. Habe ich beschlossen, dass mir das nicht passiert. Ich werde keine Arthritis bekommen. My body won't get arthritis. Mein Körper wird keine Arthritis bekommen. And it's crazy. Und das ist total verrückt. Ich hab's nicht. But isn't there some kind of belief system we theoretically we could change that, but it's so deeply instilled that we don't change almost it. Not possible. Yeah. So also what you've got? Wait. Gibt's da nicht ein Glaubenssystem in uns drinnen, depending on the culture we grew up? Abhängig von der Kultur, in der wir groß geworden sind, dass so Glaubenssätze, die so tief in uns drinnen sind, dass wir da so gut wie nicht drankommen und die auch nicht verändern können. I had a man come into my clinic. Ich hatte einmal einen Mann, der zu mir in die Praxis kam. And was really worried. Er war sehr besorgt. He was about to turn 52. Er war kurz bevor 52 Jahre alt wurde. I said, why are you worried? He says, well, my dad died at 52. Und ich habe gesagt, warum bist du besorgt? Und er hat gesagt, naja, mein Vater ist mit 52 gestorben. I said, so?
Und ich habe gesagt, ja und? He says, well, my grandfather did too. Und er hat gesagt, mein Großvater ist auch mit 52 gestorben. I said, well, you can choose to change your mind. You don't have to die. Und ich habe gesagt, du kannst einfach wählen, deine Ansicht zu verändern. Du musst nicht sterben. These are all those things that we unconsciously take on board. These are the things that change our bodies. Das sind alles Dinge, die wir unbewusst einfach in uns aufnehmen, und das sind alles Dinge, die unseren Körper verändern. I know an amazing lady who's probably had pain all her life. Ich kenne eine ganz wunderbare Frau, die hat wahrscheinlich fast ihr ganzes Leben lang Schmerzen gehabt. And although she still has pain, it's not as severe, I don't think. Und obwohl sie immer noch Schmerzen hat, sind diese Schmerzen jetzt nicht mehr so massiv oder stark wie früher, glaube ich zumindest. We can ask her. Yeah, and when she decides to change her mind, she can change the pain. Wir können sie ja fragen, weil wie sie erkannt hat, dass sie ihre Ansichten verändern kann, konnte sie auch ihre Schmerzen verändern. Caroline, ist das so? Das ist so. Es funktioniert nicht immer gleich schnell. That's how it is. It doesn't always work instantly and quickly. But. Aber es funktioniert. But it works. Thank you, Caroline. Thank you, Caroline. You're welcome. But this, you know. This is the amazing thing that we have with our bodies. Das ist dieses faszinierende Ding, was wir mit unseren Körpern haben. When we don't have to know what the conclusions were as children. Wir müssen überhaupt nicht wissen, was unsere Schlussfolgerungen waren, die wir da als Kinder getroffen haben. All we have to do is decide and choose a different future. Alles, was wir machen müssen, ist zu beschließen und zu entscheiden, dass wir eine andere Zukunft haben werden. And every time those blocks come up from our old conclusions, we go, no, I want a different future now. This und jedes Mal, wenn Blockaden von unserer Vergangenheit hochkommen, dann können wir sagen, nein, ich will eine andere Zukunft. And it's about actually instead remembering how we've always been. Und anstatt, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie wir eh schon immer waren, look at how we've always wanted to be. Sollten wir darauf schauen, wie wir eigentlich schon immer sein wollten. Does that make sense? Does that make it easier for you? Macht das Sinn? Macht es das leichter für euch? You see, when we look back all the time, this is how I've always been, I've always been, I've always been, I've always been. Wenn wir immer wieder zurückschauen und sagen, so war ich schon immer, so war ich schon immer, so war ich schon immer. We can't change anything. Dann können wir nichts verändern. Because we don't see the changes we're making. Weil dann sehen wir nicht die Veränderungen, die wir schon die ganze Zeit machen. I've got a really good friend who I've watched now for the last 18 months, 2 years. Ich habe einen guten Freund, den habe ich jetzt die letzten 18 Monate, zwei Jahre beobachtet. Makes some incredible changes in her life, but still female? Looks back and says, this is how I am. Female? Ja. Or male? Ja. Female. Also eine Freundin. Und die hat ganz, ganz, ganz großartige Veränderungen in ihrem Leben schon oder Dinge in ihrem Leben verändert, aber sie schaut immer noch zurück und sagt, aber das ist, wie ich war. In the end, I got really grumpy with her. Und im Endeffekt bin ich ziemlich sauer mit ihr geworden. I said, will you stop looking how you used to be? Und ich habe gesagt, hörst du jetzt endlich auf, dahin zu schauen, wie du schon immer warst? And will you listen to how people are talking to you now? Und würdest du bitte zuhören, wie Leute jetzt mit dir sprechen?
When somebody compliments you, instead of saying, no, that's not real, wenn dir jemand ein Kompliment macht und anstatt dass du sagst, nein, das ist nicht wahr, actually hear the compliment and receive it. Warum hörst du dann nicht zu und nimmst dieses Kompliment, kannst es empfangen? And as she started to do that, her changes are happening faster. Und wie sie angefangen hat, das zu tun, es zu empfangen, die Komplimente, haben sich die Veränderungen viel, viel schneller ergeben. If you're not willing to acknowledge the changes you've already made, how can you move past your Wenn du past? Nicht bereit bist, die Veränderungen anzuerkennen, die du schon gemacht hast, wie kannst du dann über deine Vergangenheit hinwegkommen? Are you willing to see where you've already changed, all of you? Seid ihr bereit, anzuerkennen und zu sehen, was ihr schon verändert habt, alle ihr hier? Even with your bodies. Auch mit euren Körpern. So when you start to acknowledge that, it's like, oh wow, hey, that's cool, I can do more now. Wenn ihr anfangt, das anzuerkennen und sagt, oh wow, cool, dann könnt ihr auch sagen, von dem kann ich auch noch viel mehr verändern. Ich denke, es ist leicht, oder für mich ist es leicht, an einem guten Tag, wenn es mir im Körper gut geht, zu sagen, wow, ich habe tolle Fortschritte gemacht. For me, it's easy on a good day that goes well to say, wow, I've changed already so much. Aber wenn es dann Tage gibt, wo es irgendwo zwickt oder der Körper eben in Disharmonie ist, But when there are days where my body doesn't feel that nice and dann neige ich schon immer noch dazu zu sagen, wow, was ist schon wieder? Then I still start saying, oh my God, what's that again? Was willst du schon wieder von mir? Ich mache eh so viel für dich. Ja? What do you want from me, buddy? I do so much for you anyway. Und dann steckt man natürlich wieder in dem fest, weil das ist ja auch nur ein Glaubenssatz, ne? But then I get stuck because this is also just a belief. Yeah. You make your body wrong because it's giving you awareness. Du machst deinen Körper dafür verkehrt, dass er dir Gewahrsein gibt. You all ask for greater awareness. Ihr alle fragt nach mehr Gewahrsein. But when you get it, you don't want it. And you make your body wrong for it. Wenn ihr es bekommt, dann wollt ihr es nicht mehr haben und ihr macht eure Körper verkehrt dafür. And your body is saying, for God's sake, make up your mind. What do you want? To know or not to know? Und dein Körper sagt dann, oh mein Gott, um Himmels Willen, was willst du jetzt? Willst du jetzt was wissen oder willst nichts wissen? What would happen if you said, body, thank you for the awareness? Was würde passieren, wenn ihr sagen würdet, Körper, danke für das Gewahrsein. Can you show me the joy? Kannst du mir bitte jetzt die Freude zeigen? Das vergesse ich immer, diese Frage. I always forget that question. I know, and I love you because of it. Ich weiß, und ich habe dich total lieb, genau deswegen. I mean, really, I get up some mornings and I feel like an old man walking to the toilet. Und wirklich, manches Mal stehe ich in der Früh auf und gehe auch zur Toilette und fühle mich wie ein alter Mann. Oh, for God's sake, buddy, thank you, but let's wake up and be happy now. Und dann sage ich, oh mein Gott, Körper, lass uns was anderes wählen. Danke für das Gewahrsein, aber lass uns aufwachen und glücklich sein. Und die Veränderung ist da. Is that too easy? Ja. Ist das nicht zu leicht? Ja. You can tell it to take 10 minutes to decide, but you know, it's... Du kannst deinem Körper auch sagen, er hat 10 Minuten Zeit, um sich zu entschließen. But it's all of these things. Aber das sind alles diese Dinge. We have these tools and we forget to use them. Wir haben diese Werkzeuge. Aber wir vergessen sie zu verwenden und wir vergessen sie anzuwenden.
And then we make ourselves wrong for forgetting the tools. Und dann machen wir uns dafür verkehrt, dass wir die Werkzeuge vergessen. But what would happen if they, oh shit, I forgot. Ha ha. Okay, let's start again. Und was würde passieren, wenn wir sagen würden, oh, ich hab's vergessen. Scheiße. Na gut, dann fange ich nochmal von vorne an. And without making yourself wrong. Oh, ohne natürlich dich verkehrt zu machen. You know what happens? Und wisst ihr, was dann passiert? It gets easier. Es wird leichter. And easier. Und leichter. And easier. Und leichter. So, I've struggled for the last couple of days because I'm working on a great thing for Cookie. Also die letzten Tage habe ich ein bisschen gekämpft damit, weil ich an einer Gedenkstätte und Grabstein für Cookie gearbeitet habe. And so I finally finished the gravesite. Und endlich habe ich die Gedenkstätte fertiggestellt. And I'm ready to go get some stones and stuff for this. Und ich war bereit, einige Steine dafür einzukaufen. And so I go to the stone place and the man's busy, so I go to the miller. Zuerst bin ich dorthin gegangen, wo ich die Steine kaufen wollte, aber der Mann war beschäftigt, also bin ich in der Zwischenzeit zum Supermarkt gegangen. And I'm there and I'm just shopping and I buy stuff so the trolley is full, because I hate going up with a half full trolley. Und ich war einfach im Supermarkt und habe den ganzen Einkaufswagen ganz voll gefüllt, weil ich hasse es, mit einem halbvollen Einkaufswagen den Supermarkt zu verlassen. And almost in automatic mode, I went to reach for some tins of dog food that I buy for Cookie. Und fast automatisch habe ich mich rübergedreht, um einige Dosen aus dem Hundefutterregal zu nehmen, die ich normalerweise immer für Cookie gekauft habe. And I stopped. Und ich habe innegehalten. I had to take a deep breath in, because while I was in a big queue of people waiting to go through the counter. Und ich habe einen tiefen Atemzug genommen, weil ich bin in einer langen Schlange vor der Kasse gestanden. And this big wave of sadness came over me. Und diese große Welle von Traurigkeit ist über mich geschwappt. I said, buddy, we better do something about this. Let's find something happy. Und ich habe zu meinem Körper gesagt, Körper, wir müssen da jetzt was verändern, wir müssen da was machen. Lass uns was finden, was uns glücklich macht. Then it took about 3 seconds. Und es hat ungefähr 3 Sekunden gedauert. But I've been practicing a long time. Aber ich habe auch schon eine lange Zeit geübt. But this is all, this thing works with everything we do. Und das ist wirklich, dieses Zeugs funktioniert für alles, was wir machen. You know, we make ourselves wrong for the wrong things. Wir machen uns verkehrt für die falschen Sachen. We make ourselves wrong for failing. Wir machen uns verkehrt für Versagen. But we haven't failed till we give up. Aber wir haben nicht versagt, bis wir aufgegeben haben. Bis wir, The measure of the person is how many times you get up before you succeed. Die Messlatte ist, wie oft bist du aufgestanden, bevor du erfolgreich warst, bevor du es geschafft hast. Imagine me giving up the first time I fell over after getting in a wheelchair. Stellt euch mal vor, wie das gewesen wäre, wenn ich aufgegeben hätte, wie ich das erste Mal hingefallen bin, nachdem ich versucht habe, aus dem Rollstuhl aufzustehen. I mean, I've even fallen out of a wheelchair. Ich meine, ich bin ja sogar aus dem Rollstuhl rausgefallen. So, you know, this is, instead of making yourself wrong, celebrate that you caught yourself. Anstatt euch verkehrt zu machen, feiert, dass ihr euch dabei erwischt habt. Und dann könnt ihr es verändern. Woohoo! Shit, I forgot. Aha, okay, let's get on with it. Sagt, ja, super. Haha, super. Ich hab's
Ich habe mich erwischt dabei, ich habe es verkehrt gemacht. Gut, jetzt lass es uns verändern. Yeah, we make ourselves wrong because we like drama. We are used to having drama in our lives. Wir machen uns verkehrt dafür, weil wir das Drama lieben, weil wir sind es einfach gewohnt, Drama in unserem Leben zu haben. Nothing wrong with drama, but you could make it a love drama instead of a sad drama. Es ist überhaupt nichts verkehrt an Drama, aber du könntest ein Liebesdrama draus machen, anstatt an einem traurigen Drama. Can I tell a story? Kann ich eine Geschichte erzählen? Wie du gerade gesagt hast, mit dem, dass wir einfach, wenn wir irgendwie was vergessen haben oder so, oder sozusagen über unsere Fehler lachen sollen, ist mir gerade. When you just said that we should laugh about our mistakes. Dass ich habe früher immer, wenn ich mich beim Schreiben oder so verschrieben habe. When I was younger, in former times. Younger than I am now. Yeah. A long time ago, like yesterday. Whenever I made a mistake when writing. Ich habe immer voll drüber gelacht und so, haha, opala, ich habe da komplett was Falsches vollgeschrieben. And I was laughing about myself and I said, oh, oops, I just read something completely wrong. Und dann habe ich oft zu hören bekommen, oh, du hast einen Fehler gemacht. Darüber kann man doch nicht lachen. But then I got told, but you made a mistake, you cannot laugh about it. Und das irgendwie, ich habe mich früher schon immer gefragt, so, hä, wieso? Man kann doch über seinen eigenen Blödsinn lachen einfach. And I never got that because I said, hä, why? Why? We can laugh about our own shit if we do something wrong. Absolut. Irgendwie ist mir halt eingefallen jetzt dazu, halt dieses, kriegen wir manche nicht schon als Kinder einfach dieses eingetrichtert, du darfst nicht lachen über deine Fehler. I thought that maybe when we were a child, we were children, we already got told you're not allowed to laugh about your mistakes. Yep. Actually, it's more like this one. It's not worth the big finger. Also, du kannst einfach sagen, fuck it. My daughter Lara. She's mildly dyslexic. She has mildly dyslexic. I don't dyslexic. Get it. So words she will write backwards. Sag das alle gleichzeitig, dann verstehe ich genau gar nichts. Nochmal. Leichte Legasthenikerin. Ah, okay. Dyslexic. Danke. Ah, okay. Danke. And then she also has another problem called Erlen's disease, where she's reading a book and the words will start to glow and then they float up off the page and then she's looking at a blank page. Yeah. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Weißt du das, Renate? Also ich weiß die Bezeichnung nicht, aber es ist eine... Buchstaben fangen sich an zu bewegen und zu verschwimmen und so weiter, ja? Beim Lesen und Störung, ja. Und es ist eine Störung der Augen, also es ist tatsächlich was Organisches. Nein, eine Wahrnehmung. Ah, eine Wahrnehmungsstörung, okay. Raumlagestörung. Okay, danke. And she would write words. She would what? Write words. Und wenn sie Worte geschrieben hat? And she could write a whole essay and it would just be, there's no grammar, there's no spelling, there's no... Und sie hat eine ganze Geschichte schreiben können, aber da war keine Grammatik. So there was, everything was clear and no mistakes. No, lots of mistakes, no grammar. Ganz, also da waren Grammatikfehler, da waren Rechtschreibfehler drinnen, alles Mögliche. And she would just go, oh yeah, I did it again. Und sie hat sich einfach hingesetzt, hat gelacht und hat gesagt, ah ja, ich habe es schon wieder gemacht. And I've noticed now that she's a bit older, her grammar's a lot better.
Und ich bin draufgekommen, jetzt, wo sie ein bisschen älter ist, ist ihre Grammatik wesentlich besser. So, it's like, really, just stop making yourself wrong. Und es ist wirklich, hört auf, euch verkehrt zu machen. So, Sophie's asked the question. Yeah, I will read it in, would you like to read it in English? Then I will No, just read it in Deutsch, yeah. Okay. Manches Mal, I just read it quickly that I know what I should translate. So I read it in English for... Yeah, great. Sometime when I use the access tools to make a choice for ease, money, blah, blah, my body gives a response. But after the situation, the situation is difficult or special or the opposite to the answer of my body. However, I haven't got a point of view or conclusions for the result, I think. So what gives? Also manches Mal, wenn ich die Access-Tools verwende, um eine Wahl zu treffen für mehr Leichtigkeit, Geld oder bla bla bla, kriege ich von meinem Körper eine Antwort. Aber nach dieser Situation ist es schwierig oder sehr speziell und genau das Gegenteil von meiner Antwort tritt ein. Ich habe aber keine Ahnung und keine Ansicht über das Ergebnis, glaube ich zumindest. Well, for me, sometimes I make a choice, I don't like the result. Manches Mal treffe ich eine Wahl, wo ich dann das Ergebnis nicht mag. But when I look back, what was after the result was an awareness of something else that I didn't see beforehand. Aber wenn ich dann zurückschaue, dann war da ein Gewahrsein von etwas, was ich aber damals nicht erkennen konnte. Sometimes we make ourselves wrong because of that. Und manches Mal machen wir uns verkehrt dafür. But really what you want to look at is what was the awareness that you got from making that choice. Aber was ihr euch dann anschauen wollt vielleicht ist, welches Gewahrsein habe ich bekommen dadurch, dass ich diese Wahl getroffen habe. Does that help, Sophie? Hilft das, Sophie? Und Michi hat geschrieben, aber Daniela hat vollkommen recht, denn uns wurde beigebracht, dass wir uns schlecht und schuldig fühlen, wenn wir etwas falsch machen. Wir sollen es ernst nehmen und uns bessern. Fuck it, have fun with mistakes, new choice. Scheiß drauf, hab Spaß mit Fehlern, neue Wahl. So, yes, but Daniela is right. We got told that we have to feel our bad and wrong when we have made something wrong. Sophie says, maybe I'm not sure. Vielleicht, ich bin nicht sicher. Yeah, so with that, I would actually ask, is it really your body making the choice or your mind? Sophie, noch einmal, ich würde also wirklich fragen, ist es wirklich mein Körper, der diese Wahl trifft oder mein Verstand? And for me, there's really three ways to make a choice. Und für mich gibt es wirklich drei verschiedene Wege, eine Wahl zu treffen. There's our mind, that logically calculates. Da ist unser logischer Verstand, der alles genau analysiert. There's our body that comes from this awareness, so as another space, it's like a wanting, the body physical. Und da ist der physische Körper, so the awareness, the body shows you comes from where? The body physical, like, oh, he's got a nice ass, or this could be a lot of fun, or blah, blah, blah. Ja, also der physische Körper, der dann sagt, oh, das ist ein netter Arsch, oder oh, das könnte super viel Spaß machen. And then there's that really quiet knowing, that awareness. Dann ist da dieses stille Wissen, dieses Gewahrsein. And it's the awareness that when there's something that's really, we should do, we just feel so light about it. It's like opening up. Oh, yeah. Und das ist dieses Gewahrsein, dass wenn wir etwas machen sollten,
wo unser ganzer Körper leicht wird und sich öffnet und dieses, ah, ja. And for me, that's kind of the space where we often overlook and we use our mind to justify and rationalize. Und das ist dieser, genau diese Antwort, dass, da sehen wir, da stolpern wir oft drüber und übersehen es und verwenden dann unseren Verstand, um alles rational zu entscheiden. And when we start to push things and try to force things, aber wenn you know wir, it's your mind. Wenn wir anfangen, wenn ihr anfangt, etwas zu pushen oder forcieren zu wollen, dann wisst ihr ganz genau, es ist euer Verstand. Ja. So, Michi says, we probably need another hour. Michi sagt, oh, schon fast eine Stunde, ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Zoom. We've only got about a quarter of the way through her question. Wir sind erst bei einem Viertel ihrer Fragen angekommen. So, yeah, for me, there are three parts to making a choice. There's three brains that function at the same time. Für mich gibt es quasi drei Gehirne, die gleichzeitig arbeiten. And there's the purely physical body reaction. Da ist diese rein physische Körperreaktion. There's the mind. Da ist der Verstand. Cogitates and aggravates and works things out and goes, that's the way. Der Verstand, der nachdenkt und überlegt und dann eine Strategie entwirft und sagt, das ist der Weg. And then there's just that knowing. Und dann ist da dieses Wissen. That comes without thought, without question. Das Wissen, das kommt ohne nachzudenken und ohne Fragen zu stellen. And often it's the one thing that really drives you in a certain direction. Und das ist ganz oft dieses eine Ding, was dich in eine gewisse Richtung treibt. Even when the mind is trying to say, no, 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 you need to go this way, you need to go this way. Selbst wenn der Verstand sagt, nein, 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 du musst die andere Richtung gehen, du musst da lang gehen. And it's really, it's, for me, it's really the exploration of finding the balance. Und für mich ist es wirklich herauszufinden, wie schaffe ich es, eine Balance zu halten. My body is my friend. Mein Körper ist mein Freund. It's kept me upright. It's kept me moving. Und mein Körper, der hält mich aufrecht. Mein Körper, der hat mich in Bewegung gehalten und dazu gebracht, weiterzugehen. It's done everything I've asked of it. Mein Körper hat alles gemacht, was ich von ihm verlangt habe. Including trying to die. Inklusive versuchen zu sterben. Didn't quite make it. Er hat es nicht ganz geschafft. But that's okay. Aber das ist in Ordnung. So, and you know, again, it's changed so much for me. Und nochmal, es hat so viel für mich verändert. But I had to change too. Aber ich musste mich auch verändern. I had to not only change my mind, I had to change my beliefs about me. Ich musste nicht nur meine Ansichten ändern, sondern auch meinen Glauben, meine Glaubenssätze über mich selbst. And then I had to stop living from autopilot. Und dann musste ich aufhören, vom Autopiloten aus zu funktionieren. I mean, I have friends in New Zealand that have had the same thing for breakfast every day for the last 40 years. Also ich habe Freunde in Neuseeland, die hatten das gleiche Frühstück jeden Morgen seit 40 Jahren. Oh my God, that's boring. Absolut. Das ist ja total langweilig. So, no, this is, but again, this is autopilot. Aber das ist einfach Autopilot. For me, autopilot was also eating everything on the table. Für mich war auch Autopilot, dass ich alles gegessen habe, was am Tisch gestanden ist. Literally, nothing was left.
Wirklich, nichts ist übrig geblieben. Now I'm actually happy to leave, even if I'm paying for it in a restaurant, leave something on my plate because I just don't want it. Und jetzt ist es aber so, dass ich völlig okay bin damit, wenn ich selbst in einem Restaurant, wo ich es bezahlt habe, etwas übrig lasse, weil ich genug habe, weil ich es nicht mehr mag. So, again, it just takes practice. Und wiederum, es braucht Übung. And not beating yourself up every time you fuck up. Und nicht, dass du dich jedes Mal selbst komplett fertig machst, wenn du es wieder mal nicht geschafft hast. Shit, I did it again. Einfach hinsetzen und sagen, ah, scheiße, ich habe es schon wieder gemacht. Now, one last thing. The reason Ein letzter Gedanke noch. The reason I know this works. Der Grund, warum ich weiß, dass das alles funktioniert, was when I was learning to walk again or trying to teach myself to walk again, ist, wie ich gelernt habe, wieder zu gehen oder mir selbst beigebracht habe, wieder zu gehen. I'd be walking around inside the house and fall over. Bin ich im Haus herumgegangen und bin immer wieder hingefallen. And I'd get really angry with myself. Und ich war echt sauer auf mich selber. Each time I got angry, I went backwards. I got less and less walking. Und jedes Mal, wenn ich aber zornig wurde, bin ich rückwärts gegangen und konnte weniger und weniger weit gehen. It wasn't until I went, fuck it. Erst wie ich so weit war, dass ich gesagt habe, scheiß drauf. I could lie there on the floor and laugh at myself because, you know, I'm on the floor is dirty, oh my God, I need to clean it. Konnte ich am Fußboden legen und über mich selbst lachen, weil ich schon wieder hingefallen bin. That I started to improve. Und ab dem Zeitpunkt dann habe ich Fortschritte gemacht beim Gehen. I let go of the need to be right. Ich habe einfach das Verlangen losgelassen, dass ich unbedingt alles richtig machen muss und richtig und recht haben muss. I let go of the need to be able-bodied. To be? Able-bodied. Ich habe das Verlangen losgelassen, dass ich wirklich wieder einen super funktionierenden, nicht behinderten Körper haben wollte. And that's the only way I was able to learn to speak again clearly too. Und das war die einzige Möglichkeit, wie es funktioniert hat, dass ich in der Lage war, wieder klar sprechen zu können. And I'm working on that with my Deutsch as well. Und ich arbeite daran, dass das mit meinem Deutsch, also auf diese Art und Weise arbeite ich daran, dass das mit meinem Deutsch auch besser wird. So, yes. My body is my friend. Ja, mein Körper ist mein Freund. My mind is my friend when I use it as a tool. Mein Verstand ist mein Freund, wenn ich meinen Verstand als Werkzeug benutze. But when I allow it to be my controller, aber wenn ich meinem Verstand erlaube, mein Boss zu sein, mich zu kontrollieren, then it's kind of abusive. Dann ist das eigentlich schon Missbrauch. So. Any questions? I would have a question. I need to get a wire because my electricity is almost done. I'm here back in a few seconds. Okay. You could probably ask the question, Renata, and then translate yourself. I will. I can do it both. My question is, and I think it kind of more concerns the mind than the body, that especially during the last couple of days, I again realized how weak my memory is. So that I know that I forgot a lot of my childhood, but it's not only that. I
I realized that I don't remember what happened when my children were little, for instance. And I know that I really wanted to remember that for all my life. And there is so few I remember. And this just came up recently, and it really pisses me off. And I wanted to know what I can do about it. So, and now I say it in German. Also die Frage, die ich habe, die betrifft jetzt eher meinen Verstand als meinen Körper. Und zwar ist mir gerade in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen, dass ich ein total schlechtes Erinnerungsvermögen habe und ganz wenig erinnere. Also ich weiß schon, dass ich meine Kindheit so gut wie nicht erinnere, aber dann auch später, also besonders wie meine Kinder klein waren zum Beispiel, wusste ich, das wollte ich mir unbedingt merken, wann was passiert ist und wer wann gesprochen hat und gegangen ist und welche Krankheiten oder und es ist einfach alles weg. Und ja, und gerade in den letzten Tagen ist mir das wieder so besonders aufgefallen und es geht mich so an und ich bin dann so grantig drüber, dass ich einfach so wenig erinnere. Und ja, und jetzt wollte ich einfach fragen, was ich damit tun kann. Welcome to the club. So what is it? I have no idea. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Well, I mean, for me, I don't know many people that can actually remember their childhood or much of their childhood except moments of time. Ich kenne nicht viele Leute, die ihre wirklich viele Erinnerungen an ihre Kindheit haben, außer ein paar Ausschnitte. But it doesn't have to be my childhood. But I know, yeah. Aber es muss know, nicht. It must be somewhere in my brain. I know it's not lost. As if when everything is stored. Es ist nicht nur meine Kindheit und ich weiß, also so auch von später und ich weiß, es ist irgendwo da in meinem Hirn drinnen, weil es kann nicht verloren gegangen sein. And as everything is locked in our body, this memory must be in here as well. Und weil alles in unserem Körper eingeschlossen ist, muss auch diese Erinnerung irgendwo da sein. So how can I access it? Und wie kann ich da Zugang dazu bekommen? I can't give you a serious answer. Ich will eine ernste Antwort haben. Ich kann dir keine ernsthafte Antwort geben. They've shown that your brain does not hold memories. Die haben jetzt schon bewiesen, dass dein Gehirn nicht an Erinnerungen festhält. Quantum physics has proven. Quantenphysik hat bewiesen, dass das Gehirn das nicht tut. It doesn't store every memory. It doesn't store any memories. It's a processor. Also das Gehirn speichert nicht alle Erinnerungen. Es ist ein Prozessor. Es prozessiert sie nur. What's the living matrix? Schau dir die Living Matrix an. Wir haben ja schon im letzten oder vorletzten Zoom drüber gesprochen. But you see, the body stores some memories. Der Körper, der speichert einige Erinnerungen. It probably actually stores all memories. Vielleicht sogar some. Alle Erinnerungen. But like most memories, they only come up when they're needed. Aber sehr viele Erinnerungen kommen einfach nur hoch, wenn sie gebraucht werden. With the right trigger. Durch einen bestimmten, genau, Trigger, der diese Erinnerung hochbringt. I once smelled a perfume on a lady. Ich habe einmal ein Parfum auf einer Dame gerochen. And it reminded me when I was so young, because my mother wore the same perfume. Und es hat mich an etwas zurückerinnert, wie ich noch ganz, ganz klein war, weil meine Mutter hat das gleiche Parfum verwendet. So, you know, right triggers. Also, das ist genau der richtige Trigger gewesen, um diese Erinnerung hochzuholen. Yeah, photographs are a really good way to remember stuff. Fotografien sind zum Beispiel eine ganz, ganz ideale Variante, um sich an Dinge zu erinnern.
but I really can't help you with your memories because, I mean, it took me 10 years to remember my name. Ich kann dir wirklich nicht helfen mit deinen Erinnerungen, weil es hat, ich habe ja schon 10 Jahre gebraucht, um mich an meinen Namen erinnern zu können. I mean, people could call me Greg, hey Greg, and I'd answer them. Leute haben mich, ja, haben Greg zu mir gesagt und ich habe ihnen geantwortet. But if they said, Greg, what is your name? I didn't have a clue. Aber wenn sie zu mir gesagt haben, wie ist dein Name? Dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. And it wasn't because the part of the brain held the memory. Und es hat nichts damit zu tun gehabt, weil ein Teil des Gehirns diese Erinnerungen festhält. It's just that part of the processor wasn't able to process that information. Sondern ein Teil des Prozessors in meinem Hirn war nicht in der Lage, diese Information zu prozessieren, weiterzuleiten und daraus was zu machen. I mean, having a conversation with my sister Angela. Also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Schwester Angela mich unterhalte. She described a totally something that I have no memory of. I mean, totally no memory. Sie beschreibt Situationen, an die ich mich absolut nicht erinnern kann, und zwar wirklich absolut nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. And yet it was so profound for her, she's carried that memory into her 50s. Aber für sie waren diese Erinnerungen dermaßen wichtig, dass sie sie bis in ihre 50er, Jahre mitgenommen hat. And you see, most of our life is just ho-hum. It's just what? It's just la da 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 da. We just go through life. Nothing significant. Die meiste Zeit in unserem Leben ist es einfach so, dass wir einfach durchs Leben gehen, ohne irgendwas signifikant zu machen. Es ist einfach so la 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 la. So, the brain of a lazy stuff. It just is not important. Und das Gehirn lagert andere Dinge drüber, einfach weil das nicht wichtig ist. When I touch your body, what comes up from what I'm aware of is those things that your body has made significant and stored and locked in the cells. Wenn ich einen Körper berühre, dann das, was ich wahrnehme, ist das, was dein Körper signifikant gemacht hat und festgehalten hat in den Zellen. And also, the other question I'll ask you was... You're frozen. Me? No. I'm not frozen. I can hear you. Yeah, but... So, the other question I would ask you, and this is for all of you. Und die zweite Frage, die ich noch stellen würde, und das ist für euch alle. But we didn't hear you. You were frozen. Uh-huh. You heard us, but we didn't hear you. Oh, okay. So, the question I would ask you... Die Frage, die ich stellen würde... Is were you really truly present for most of your life? Warst du wirklich, wirklich präsent für den in deinem Leben die meiste Zeit? Yeah, probably not. Yeah. And when you're not present, yeah, okay. It's like turning the video camera off. Also wahrscheinlich war ich nicht präsent. Naja, dann ist das so wie wenn du die Videokamera abgedreht hast. You asked me that same question in my first alchemy class. You said, have you ever been completely in your body? Probably not. Greg hat mich das in meinem ersten Alchemiekurs gefragt. Warst du überhaupt früher in deiner Kindheit oder so tatsächlich komplett in deinem Körper drinnen? Oh. Wahrscheinlich nicht. Well, probably that's the reason why I so well remember the 3 births I gave to my children. Because you were there. Vielleicht ist das der Grund, warum ich ganz, ganz klare Erinnerungen an die Geburten meiner 3 Kinder habe. Ja, weil da bist du sehr präsent sofort. And, you know, it's like that. Und das ist genauso. So is it that from now looking back, we want to make something significant that at that time was not significant at all?
Also ist es so, dass wenn wir jetzt zurückschauen auf unsere Vergangenheit, wir jetzt etwas signifikant machen wollen, unbedingt, dass zu dem Zeitpunkt, wie wir es erlebt haben, für uns überhaupt nicht signifikant war. And we try to make it now significant because we now have some conclusions and points of view about what happened 30 years ago that but we didn't have that conclusions by then. And sometimes... Also, ist es so, dass wir irgendwelche Schlussfolgerungen und Ansichten jetzt haben über Dinge, die wir damals nicht gehabt haben und deswegen wollen wir das jetzt wissen und signifikant machen, obwohl wir diese Schlussfolgerungen eben damals nicht hatten und deswegen war es damals wurscht. Sometimes. And other times. It's just that. Other times, we don't create the memories because it's so traumatic that we disassociate and we are not present. Und manches, das ist das eine, die eine Möglichkeit und das andere ist, was auch manchmal ist, dass es so eine traumatische Situation ist, dass wir uns von unserem Körper trennen, dissoziieren und diese Erinnerung einfach, do we have it? We just forget it, yes? Absolut. Ja, also wir vergessen die Erinnerung, weil sie so tief weggesperrt ist, weil es so ein traumatisches Ereignis war, dass wir uns besser nicht dran erinnern. It's locked away, never to be opened. Und das ist so weggesperrt und das soll nie geöffnet werden. Melanie? Kann es auch sein, dass es einfach ist, weil wir erzählt bekommen in vielen Systemen, dass wir erstmal unsere Vergangenheit aufräumen können, um frei in die Zukunft weiterzugehen? So is it that we want to know or Nein, remember? Dass wir erzählt bekommen. Is it that we want? Aber du willst, that we want to remember because in some other spiritual blah blah blahs, whatever the thank you, spiritual blah blah blahs, we get told that we have to look at our past and overcome our past before we can change and create a new future and evolve, yes. Oh my God, what would happen if we just went, oh, that was the past? Was wäre, wenn wir einfach sagen würden, oh, das war die Vergangenheit. Danke. What if I just choose to let go of the emotions? Was, wenn ich einfach wählen würde, die Emotionen dieser Erinnerungen loszulassen? What if I choose to not have to worry about the story? Was wenn, wäre, wenn ich wählen würde, dass die Geschichte egal wäre? What if I allowed my body to let go? Was wäre, wenn ich meinem Körper erlauben würde, einfach loszulassen? I can tell you all sorts of stories now about my father, and I'm just telling a story about somebody I knew. Ich kann euch alle möglichen Geschichten über meinen Vater jetzt erzählen, und das wäre genauso, wie wenn ich eine Geschichte über irgendwen erzählen würde. Whereas 30 years ago, if I told you these stories, aber wenn ich euch vor 30 Jahren diese Geschichten erzählt hätte, you would have all got very nervous. Wärt ihr alle sehr nervös geworden. So, I mean, we can keep talking, but I think we've done enough tonight. Wir könnten natürlich weiterreden, aber ich glaube, wir haben für heute Abend genug gemacht. So I'm sure that the three muchachos will organize another night for you all to join in if you'd like to carry on this discussion. This is really fun. I'm really enjoying it. Also bin ich ziemlich sicher, dass die drei Muchachos etwas organisieren werden, um diese Konversation fortzusetzen. Und ich habe wirklich Spaß daran. Wir können da gerne wirklich weiterreden. So. Ja. Yeah. So thank you, Claudia, for translating. Thank you, Mick, for this question. Well, we've only probably gotten halfway through your question. Danke, Claudia, fürs Übersetzen. Danke, Michi, für deine Fragen. Und obwohl wir wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte deiner Fragen durchgegangen sind. Yeah. Thank you, everybody else, for coming on. Entschuldigung, Michi, was? Ich bin auch schwer für einen zweiten Teil. Yes, yes, yes. I say we should make a second.
Cool. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. Okay. So have a wonderful night. Good night. Good night. Danke, schönen Abend allen. Ciao. See you. Danke.